Willkommen bei Klartext, Meinung ohne Filter. Hier wird nicht um den heißen Brei geredet. Wir nehmen aktuelle Themen unter die Lupe und sagen, was Sache ist, ohne Schnörkel, ohne Zensur. Dieser Kanal steht für ehrliche, direkte und unverfälschte Meinungen. Wenn du genug von weichgespülten Debatten hast und klare Worte schätzt, bist du hier genau richtig. Abonniere jetzt und sei dabei, wenn wir den Dingen auf den Grund gehen und Klartext reden. Olaf Scholz im Sommerinterview. Wenn Selbstbewusstsein die einzige Qualifikation ist. Oder wie man sich selbst zum Erfolg erklärt. Eine Meinung von Lutz Bierwirt. Oh, was für eine meisterhafte Vorstellung von Olaf Scholz beim Sommerinterview im ZDF. Es ist wirklich bewundernswert, wie jemand, der konsequent von der Realität abgehoben scheint, immer noch glaubt, dass er der Retter Deutschlands ist. In einer Zeit, in der 77% der Bevölkerung ihn für führungsschwach halten, ist Scholz selbst von seinem eigenen Glanz geblendet, dass er diese kleine Meinungsverschiedenheit wohl als charmante Randnotiz abtut. Und wie Scholz dieses Prinzip von Fake it till you make it auf eine ganz neue Ebene hebt. Während andere noch verzweifelt versuchen, Selbstbewusstsein zu simulieren, hat unser Kanzler die Meisterklasse des Scheins längst abgeschlossen. Bei ihm gibt es keine Unsicherheit, nur ein mildes, fast mitleidiges Lächeln für jene, die nicht erkennen, wie brillant seine Politik doch eigentlich ist. Mit einem süffisanten Nicken vermittelt er uns, ihr habt den Durchblick nicht, aber zum Glück hab ich ihn. Stattdessen dürfen wir in seiner Welt bestaunen, wie er sich als unumstrittener Führer in der Migrationspolitik inszeniert. Ja, du hast richtig gehört. Laut Scholz hat er die größte Wende im Umgang mit Migration der letzten 20 Jahre gemeistert. Ich habe die größte Wende im Umgang mit Migration zustande gebracht in der Geschichte der letzten 10, 20 Jahre. Wir haben einerseits dafür gesorgt, dass wir eine offene Gesellschaft sind, weil wir Frauen und Männer brauchen, die aus anderen Ländern kommen. Ja, aber und haben das möglich gemacht. Und wir haben dafür gesorgt, dass jahrzehntelang nicht durchsetzbare Entscheidungen durchgesetzt worden sind, was die Frage betrifft des Managements der irregulären Migration. Sie haben aber erst am 29.08. ein Sicherheitspaket erlassen. Und die Frage ist jetzt, darf ich dazwischen reden? Das Sicherheitspaket ist am 29.08. rausgekommen. Aber ich würde ganz kurz die Frage, weil sonst haben wir keine Zeit mehr, ich wüsste gerne von Ihnen, wird es Zurückweisungen geben mit Ihnen, wie die Union sie fordert? Ich will Ihnen die Frage beantworten, aber sagen, warum Ihre Frage einen falschen Eindruck erweckt. Und da, dass ich das jetzt schon öfter erlebt habe, fängt es an, mich zu empören. Nicht Ihnen gegenüber, sondern generell. Wir haben das größte Paket zum Management der irregulären Migration durchgesetzt im Jahre 23 und 24. Wir haben dafür gesorgt, dass die Leistung des Asylbewerberleistungsgesetzes länger gelten, also weniger Geld gezahlt wird. Wir haben Grenzkontrollen eingeführt, was vorher nicht der Fall war. Wir haben mehr sichere Herkunftsländer geschaffen. Wir haben dafür gesorgt, dass in Unterkünften man sich umgucken kann. Wir haben den Gewahrsam ausgeweitet. Das alles ist bereits Gesetz. Und es ist also falsch, den Eindruck zu erwecken, als ob wir jetzt erst handeln. Alles das hat 10, 20 Jahre vorher gar nicht stattgefunden und ist ein großer, großer Fortschritt, für den diese Regierung Verantwortung hat. Man könnte meinen, er erwartet, dass wir ihm jetzt alle einen Orden umhängen, während wir darüber nachdenken, warum er glaubt, das Rentenpaket 2 sei sein nächstes Geschenk an die Menschheit, das natürlich von allen Parteien begeistert aufgenommen wird. Und diese schwindelerregenden Endlossätze. Da fragt man sich, ob es überhaupt nötig ist, ihnen zu folgen, denn Scholz weiß ja sowieso am besten, wie er den Laden schmeißen soll. Eine Vertrauensfrage? Lächerlich. Warum sollte ein Kanzler, der seiner selbst so sicher ist, auf so kleine Ideechen eingehen? Fühlen Sie sich momentan sicher genug, um die Vertrauensfrage stellen zu können? Das ist doch ein kleines Oppositionsideechen, dass man mal immer so alle 3 Wochen dieses Wort sagt. Schließlich, wer braucht die Meinung von 77%, wenn man den unfehlbaren Scholz an der Spitze hat? Natürlich wich Scholz auch der heiklen Frage geschickt aus, ob Volodymyr Zelensky nach Enthüllungen über die möglichen Beteiligung eines Ukrainers an der Nord Stream-Sabotage noch vertraut.
Ich habe ein gutes Verhältnis zu Volodymyr Zelensky, sagte der Kanzler und drückte sich damit gewohnt nebulös um eine klare Antwort. Denn warum sollte man auf so eine direkte Frage auch direkt antworten, wenn man stattdessen den Generalbundesanwalt und die Sicherheitsbehörden loben kann? Schließlich ist es viel einfacher, die Verantwortung auf andere abzuwälzen, als einfach mal Stellung zu beziehen. Aber wer braucht schon Klarheit, wenn man doch so überzeugend selbstverliebt sein kann? Natürlich, Herr Scholz, wir warten gespannt auf eine triumphale Wiederwahl 2025. Schließlich, wer braucht Führungsstärke, wenn man Selbstverliebtheit in solch überirdischen Dimensionen hat? Sektkorken? Ach nein, das wäre ja zu bodenständig für einen Mann, der bereits die nächste Wahl gewonnen hat. Zumindest in seiner eigenen Welt. Fazit. In der wunderbaren Welt der Politik gehört es ja quasi zum guten Ton, die Realität gekonnt auszublenden. Warum auch auf Umfragen oder Kritik hören, wenn man sich in der eigenen Unfehlbarkeit suhlen kann? Ich liebe doch alle Menschen. Ja, ich liebe doch, ich setze mich doch dafür ein. Die Partei, die hat immer Recht und Genossen, es bleiben dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Die Partei, die Partei, die Partei.